Überschwemmungen, Verwüstungen und Krankheiten. Was könnten all diese schrecklichen Dinge gemeinsam haben? Regen. Viel davon. Wir reden hier nicht von Aprilschauern. Stell dir einen Regenguss vor, der nicht ein paar Stunden oder Tage andauert, sondern stell dir 365 Tage vor. Mit Dauerregen. Wie würde sich dieser Regen auf die Erde auswirken? Wie würde er sich auf deine Gesundheit auswirken? Und könnte er sogar unsere Atmung beeinflussen? Hier ist, was wäre wenn, und das wären die Folgen, wenn es ein Jahr lang regnen würde. Regen ist lebenswichtig für das Leben auf Erden, für Pflanzen und Tiere. Wir brauchen ihn zum Trinken und um Getreide anzubauen. Aber zu viel des Guten kann das Gleichgewicht stören. Klimadaten zeigen, dass die Menge an sinnflutartigen Regenfällen zunimmt. Eine Studie der University of Saskatchewan ergab, dass es zwischen 2004 und 2013 weltweit 7% mehr extreme Starkregenfälle gab. In Europa und Asien nahmen extreme Regenfälle um 8,6% zu. Von 1980 bis 2009 verursachte Regenüberschwemmungen, bei denen mehr als eine halbe Million Menschen starben. Sollte es also ein Jahr lang ununterbrochen regnen, könnte dies schwerwiegende Folgen für alles auf der Erde haben. Aber da stellt sich mir die Frage, was verursacht die Zunahme sintflutartiger Regenfälle? Hast du dich jemals gefragt, wie viel Wasser es im Himmel gibt? Wenn alles Wasser der Atmosphäre auf die Erde fiele, bedeckte es die gesamte Oberfläche und wäre 2,5 Zentimeter tief. Das wären 1,5 Millionen Hektoliter Wasserdampf, der auf unseren Planeten fallen würde. Jetzt stell dir vor, es regnete in einem nie endenden Regenguss epischen Ausmaßes. Wir wissen, es gäbe Überschwemmungen. Aber wie schlimm würde es werden? Du bist gerne am Strand oder auf tropischen Inseln. Der Dauerregen würde deinen Urlaub ruinieren. Inseln wären zuerst betroffen. Das steigende Meer würde sie schlucken. Länder wie die Niederlande würden mit steigendem Wasserstand ernsthafte Probleme bekommen. Es besteht die Chance, dass sie vollständig unter Wasser stünden. Das übliche Protokoll während einer Überschwemmung ist es, in höhere Lagen zu gehen. Es ist sicherer als tiefliegende Gebiete. Aber es gibt ein großes Problem, wenn du höher gehst. Wasserlawinen All dieser Regen könnte Erdrutsche, Schlammlawinen und Wasserfälle verursachen. Diese Gebiete wären nicht gerade sicher. Diese anfänglichen Überschwemmungen und Berggefahren wären nur der Anfang unserer Probleme. Hast du einmal darüber nachgedacht, wie sich all der Regen auf deine Gesundheit auswirken könnte? Du könntest dein körperliches und geistiges Wohlbefinden aus den Augen verlieren, wenn es dauernd regnet. Aber es könnte zu ernsten gesundheitlichen Problemen führen. Man könnte meinen, es gäbe genug Wasser zum Trinken. Aber das Wasser müssten wir sorgfältig sammeln. Unsere Stauseen und Wassersysteme könnten leicht mit Schadstoffen aus Müll und Unrat kontaminiert werden. Das würde dazu führen, dass sich Krankheiten ausbreiten. Und vergiss nicht, es gibt keinen Sonnenschein, wenn es stark regnet. Wir alle brauchen Vitamin D. Der einfachste Weg, es zu bekommen, ist Sonnenlicht. Aber wenn es den ganzen Tag regnet, müssten wir stattdessen Vitamine kaufen. Und Menschen könnten aufgrund des Mangels an Sonnenlicht an Depressionen leiden. Das zieht einen runter. Okay, es wird Überschwemmungen und Krankheiten geben. Aber ich wette, du hast nicht daran gedacht, was mit der Luft wäre, oder? Eine weitere Folge des anhaltenden Regens wäre ein Sauerstoffmangel. Gesunder Boden enthält Sauerstoff. Aber mit so viel Wasser drin wäre viel weniger Platz für Sauerstoff. Wassererosion würde Wurzeln freilegen und Bäume und Pflanzen instabil machen. Am Ende würden unsere Ernten vernichtet. Sie würden ertrinken. Das könnte der Sargnagel für die Menschheit sein. Wenn dich der Hunger nicht killt, wird es wahrscheinlich das niedrige Sauerstoffniveau. Also ja, es ist keine gute Vorhersage, wenn es ein Jahr lang jeden Tag regnet. Wenn es passiert, können wir etwas tun? Es gibt Orte auf der Erde, an denen es sehr viel regnet. Werfen wir einen Blick auf den feuchtesten Ort der Erde: Es ist der indische Bundesstaat Meghalaya, insbesondere die Stadt Mavsinram. Seine üppigen grünen Regenwälder helfen dabei, Kohlendioxid wieder in atembaren Sauerstoff umzuwandeln. Jedes Jahr gibt es atemberaubende 12 Meter Niederschlag. Die Menschen haben es geschafft, dort seit Jahrhunderten zu überleben. Eine ihrer genialsten Ideen ist es, lebendige Brücken zu bauen. Sie werden aus den Gummibäumen des Regenwaldes gebaut. Einmal gebaut, können sie 500 Jahre oder sogar länger überdauern. Es gibt also Hoffnung für uns in einem so durchnässten Szenario. Aber interessanterweise und vielleicht traurigerweise trocknen Megalaya und andere supernasse Gebiete aus. Es sieht so aus, als wäre die globale Erwärmung schuld. Aber Moment, es heißt doch, die Klimaerwärmung verursachte mehr Regen, oder? Leider ist der Klimawandel ein komplexes Thema. Es ist ein Teufelskreis aus der Misshandlung unseres Planeten und Zusammenhängen, die wir nicht ganz verstehen. Aber wir wissen, dass die globale Erwärmung unserer Welt, unsere Welt auf verschiedene Weise beeinflusst. Im Fall von Meghalaya und vielen anderen Orten auf der Welt wissen wir, dass der Klimawandel Dürren verursacht. Monsune gibt es zwar immer noch, aber mit weniger Regen. Und dann gibt es dann noch die Abholzung. Wir wissen, dass dies das Wetter lokal und global beeinflussen kann. Wenn es also ein Jahr lang jeden Tag regnen würde, obwohl es unwahrscheinlich ist, was könnten wir daraus lernen? Wir leben in einer wunderschönen Welt, mit all ihren Tieren und Pflanzen, und wir sind dabei, unsere Welt auf eine Weise zu verändern, die außer Kontrolle gerät. Hey! Das will ich nicht. Und du? Es regt einen zum Nachdenken an. Was würde mit unserem Stromsystem passieren bei all dem Regen? Was wäre, wenn die Erde sieben Tage ohne Strom wäre? Nun, das ist ein anderes. Was wäre, wenn?